Ich bin Paki und auch bekannt als Patrick Schiffer, 40 Jahre jung. In Belgien geboren, 5 Jahre lang in Ägypten aufgewachsen und dort geprägt worden, bin ich noch eine etwas längere Zeit in Deutschland groß geworden. Ich habe in den Niederlanden Kunst und Design studiert. Ich spreche neben Deutsch fließend Französisch, Englisch, Niederländisch und zumindest so viel Arabisch, dass mir in nahöstlichen Imbissbuden mit einem Grinsen ein Shay angeboten wird. Ich lebe mit meiner Freundin und 3 wundervollen Kindern am Stadtrand von Düsseldorf. In der Piratenpartei bin ich so eine Art digitale Kombizange. Pragmatisch und abwägend als Vorsitzender des Landesverbandes NRW, programmatisch vernetzend und unterstützend in den AGs Netzpolitik, Europa, Migration und in der PG Fanrechte tätig. Systematisch und kreativ in der SG Gestaltung und bei den Kreativen in NRW und einfach Mensch und Pirat ohne besondere Verwendung als Paki beim KV Düsseldorf. Ich arbeite nebenher als Redakteur bei der Pirate Times, habe beim Aufbau der PPU mitgeholfen und in der internationalen Koordination als Ansprechpartner für die belgische Piratenpartei bin ich auch noch tätig. Zudem bin ich Mitglied in der belgischen und in der niederländischen Piratenpartei. Ich belebe also die Piraten und in ihr lebe ich Europa, yeah. Aber dieses europäische bürokratische Monster hat momentan 2 unangenehme Entwicklungen durchgemacht, denen wir gegenüberstehen. Auf der einen Seite herrscht eine Politik des Stillstands. Rückwärtsgewandte Politiker, die Durchhalteparolen ausgeben und schwingen wie weiter so und wir haben diese Krise überstanden, ungeachtet einer tragischen Jugendarbeitslosigkeit in manchen Ländern, die Hoffnung einer ganzen Generation verbrennen werden. Und auf der anderen Seite erstarkt gleichzeitig durch Unzufriedenheit in vielen Ländern eine bedrohliche rechtsradikale Bewegung, die versucht, ein Nationaldenken zu etablieren, bei dem Migranten zum Sündenbock abgestempelt werden. Wir müssen diesen Richtungen eine klare Absage erteilen und ihnen den Kampf ansagen. Europa braucht einen demokratischen Neustart, bei dem nicht nur der Euro identitätsstiftend sein wird, sondern eine politische Einheit durch eine gemeinsame demokratisch entwickelte Verfassung hergestellt werden muss. Wichtige Reformen müssen angestoßen und weitergeführt werden. Das politische Vakuum muss gefüllt werden, auch wenn wir wahrscheinlich nur mit wenigen Piraten ins Europaparlament einziehen werden. Anstoßen können wir dort eine ganze Menge. Im Augenblick werden wir im Übrigen unterschätzt. Das müssen wir ausnutzen. Und seitens der europäischen Politik muss der Regierung der USA klargemacht werden, dass die Überwachung, die Wirtschaftsspionage und die kriminellen Abhöraktionen der NSA jegliche Grundsätze vertrauensvoller Politik und gesellschaftlicher Ethik zerstören. Das Freihandelsabkommen TTIP, TAFTA, muss in der Art, wie es momentan verhandelt wird, unbedingt verhindert werden. Ich lehne einen europäischen Geheimdienst strikt ab. Ich bin gegen den digitalen Aufrüstungswahn und für die Weiterentwicklung der europäischen Datenschutzreform EUDATAP werde ich mich stark machen. Eine weitere offene Wunde in der Europapolitik, in die ich meine Finger legen werde, ist die Asylpolitik. Der Artikel der Charta der Grundrechte der Europäischen Union besagt, jede Person hat das Recht auf Freiheit und Sicherheit. Ich will kein Dublin II, mit dem Flüchtlinge mit Gewalt in die Länder der EU zurückgezogen werden, die sie auf ihrem Fluchtweg gekreuzt haben. Die Agentur Frontex muss weg. Das ist eine paramilitarische Abfangtruppe, um Flüchtlinge an unseren Grenzen abzuwehren. Euer DAG ist menschenfeindlich, da es europaweit den Fingerabdruckabgleich von Asylsuchenden und Menschen ohne Aufenthaltsrecht ab 14 Jahren vergleicht. Und mit Eurosur, dem neuen Grenzüberwachungssystem der EU, Stichwort Smart Border, sollen die Grenzüberwachungssysteme mit Satelliten und Drohnen auch noch modernisiert werden. Anscheinend steht nicht der Schutz von Flüchtlingen, sondern der Schutz vor Flüchtlingen im Fokus der momentanen Entwicklung der europäischen Asylpolitik. Wie soll denn da überhaupt jemand einen Asylantrag stellen können? Es entstehen zwar weitere rechtliche Regelungen, um ein einheitliches Schutzsystem für Asylsuchende zu installieren, aber gleichzeitig wird der Zugang zu diesem Schutzsystem weiter erschwert. Wir lassen Flüchtlinge auf offener See absaufen.
Wir schieben Menschen in ihrer Not in eine lebensgefährliche Zukunft ab. Und um das bigotte Maß voll zu machen, klagen wir andere Staaten für dieselbe menschenfeindliche, Entschuldigung, Scheiße, auch noch an, beziehungsweise drohen ihnen mit Intervention. Hallo? We must put people first. Kein Mensch ist illegal. Ich wünsche mir für die Zukunft Europas den Menschen im Mittelpunkt der Politik. Mehr Transparenz, grundlegende Mitbestimmungsmöglichkeiten, eine eigene Verfassung, eine menschlichere Asylpolitik, weniger Nationaldenken, einen sozialeren Ausgleich. Einfach viel, viel mehr Europa. Es ist noch ein langer und steiniger Weg bis zu einem perfekten Europa. Es gibt zu viel zu tun. Ich danke euch.